Aha, ah, ich habe mich schon gewundert. Elixier, jetzt bin ich hier unten rausgekommen. Das wollte ich aber auch nicht eigentlich. Okay. Ich muss irgendwie wieder zurücklaufen. Das ist halt irgendwie. Aber gut, dass ich hier wenigstens die Gegend noch mal ein bisschen erkunde, ne? Weil so ganz wohl fühle ich mich ja mit noch nicht. Ah, unser Freund ist wieder zurück. Der rächt sich wahrscheinlich hier. Ah, mach nochmal Ramu. Komm, ich hau jetzt raus. Ich hab doch Zelte und sowas mit dabei. Oder zumindest Heil-Dinger. Ich renne eh nochmal zum Ausrufezeichen. Also von da kann ich das ruhig mal machen. Und die Zeit nehmen wir uns, ne? Ich finde ja auch schön, dass diese ganzen Beschwörungen so opulent aufgezogen sind, ja. Das finde ich ziemlich nice eigentlich, muss ich sagen. Gefällt mir. Also hat man auf jeden Fall schon sehr viele Ressourcen in die Beschwörung gesteckt, finde ich gut hier. Der Opa gefällt mir ja irgendwie am besten, ich weiß nicht. Also. Hier Günther Zauselbart aus dem Erdloch, der fetzt irgendwie. So, raub mal. Konnte nicht stehen. Versuch's trotzdem weiter. Ja, der macht natürlich weiter mit seinem Flammenwerfer da. Und weiter rauben. Konnte nicht stehen. Naja. Ich gehe davon aus, potenziell hätte der auch was Besseres wahrscheinlich. Oder ein ziemlich gutes Item. Oh, 364. Goldarmband gestohlen. Oh, nice. Nice, nice, nice. Das war ja richtig gut hier. Boah, hat der viel abgezogen gerade. Meine Güte. Nochmal. Und nochmal. Yeah, ist wahrscheinlich kritischer Treffer, oder? Krass, wie der aushält. Jetzt. Sehr schön. Da habe ich was Ordentliches geklaut, würde ich mal sagen. Also, Tifa, ich bin stolz auf dich. Ich glaube, aktuell hat Barret die beste Material mit alle, oder? Level 3 sogar schon. Naja, das ist aber, weil ich hier Kälte und so, ne, verwende ich ja relativ oft wahrscheinlich. Gut, ausrüsten. Ich würde mal sagen, unsere gute Wolke kriegt ein Goldarmband, meine ich. Was hatte ich jetzt hier? Hitze. Zerstörung. Fernangriff und Shiva. Das sag ich jetzt hier Shiva und ist Quatsch. So, hier kommt Shiva hin. Ich glaube, so ungefähr hatte ich es irgendwie. Oder hatte ich so? Ich weiß gar nicht. Materia. Wichtig ist auf jeden Fall Gewitter, alle Zaubermateria. Wiederbelebung. Hitze. Ja, das ist eigentlich egal. Ich bräuchte mehr alle Sachen. Also. Hier ist zum Beispiel auch irgendwie eine Sackgasse. Hier gibt es noch ganz viele Orte, die ich noch nicht gesehen habe hier. Da unten geht es zum Beispiel auch weiter. Ich dachte, da ist irgendwie Schluss, aber ist nicht so. Ja, mach wieder deinen coolen Satellitenstrahl, Barret. Sehr schön. Ja, also wirklich, der Satellitenstrahl ist heftig. Also, Barret ist bisher der Beste. Kann man mir sagen, was man möchte, aber Barret ist cool. Was ist denn hier? Also, hey, ich komm gar nicht mehr zurück, ne? Kann das sein? Dass ich gar nicht mehr zurückkomme zu dem eigentlichen Gegner. Oder ich sehe gerade irgendwie. Also es kann ja nicht sein, dass man hier eine Sackgasse einbaut. Das glaube ich nicht, dass das der Fall ist. Wird man nicht machen. Es geht hier schon irgendwie zurück. Ich
wäre selbst, wenn es nicht zurückgeht, ist es zumindest eine gute Übung, ne? Also. Ist auch nichts Verkehrtes, aber ich will weg hier. Es geht nirgendwo wieder zurück. Doch. Wow, da hinten. Mit dem Tipp, warte mal kurz noch, ne? Lass mich noch ein bisschen hier rumprobieren, gerade aktuell ist ja noch in Ordnung. Also, ich bin noch in ganz entspannten Modus gerade. Flachlegen, ey. Der mit seinem Flachlegen immer. Gerade geht's noch. Ach ja, Barrett. Ach, Heilung kann ich mir gar nicht mehr leisten, ja. Ja. Eine leichte Heilung kann ich mir leisten. Naja. Besser als nichts. So, bam. So haben wir das jetzt auch erledigt. Geht's nicht weiter, das ist eine Sackgasse. Ja komm, gib den kleinen Tipp. Ist okay. Bevor ich jetzt hier ewig rumlaufe oder so, ich habe jetzt gerade keine Ahnung, wo ich lang muss. Kannst du erstmal so sagen, dass es jetzt. Ne, wie soll ich sagen? Ja, dass es ein Wink mit dem Zaunfall ist, ohne genau zu sagen, was die Lösung ist, ja. Okay. Also ich muss sagen, das wäre wahrscheinlich eh das nächste gewesen, was ich gemacht hätte. Ja, also. Ja, was bleibt mir anders übrig, wenn ich vom Prinzip her gar nicht mehr zurückkomme? Mich stört es halt nur wegen diesem. Naja. Wegen diesem. Oktopus, was rede ich hier? Ja, wegen dem Oktopus, genau. Wegen dem Skorpion, aber egal. Gehe ich dann halt wieder zurück. Zum Reaktor. Ich dachte, ich kann da einfach reinlaufen, aber. So einfach ist es dann doch nicht, ne? Aber hey, ich meine, das war kein Weg umsonst. Man sieht sich mal Barrett an, ne? Mit seinen 1665 Leben. Das ist schon ordentlich, ne? Ach. Barrett macht einen Zauber. Los. Nicht erstaunen, Barrett. Gut. Komm, jetzt mach hier Blitz 2 und dann ist gut. Dann ist es auch weg. Wie die mich ja immer anfixen, ey. Jetzt auch von hinten noch. Also. Der hat keinen Anstand hier, ne? Von vorne, von hinten, von links, von rechts, überall. Ja, aber ich sag mal so, ich bin ganz froh, dass ich jetzt noch ein bisschen level, weil ich habe das Gefühl, also wenn wir jetzt irgendwie Sephiroth oder wen auch immer gegenüberstehen, dann könnte es gefährlich werden. Ja, es wird nicht ganz umsonst sein hier. Lachlehen. So. Oder da wird das mir zugutekommen. Wohlgemerkt, dass ich ja ein bisschen stärker bin. Hoffentlich. Ich hoff's. Ich wünsche es mir. Aber ja, gut, dann zurück zum Reaktor. Ist halt komisch, das zum Beispiel würde ich, wenn ich da in Cloud-Situation wäre, ich würde das Ding da untersuchen. Dieses Licht, diesen Kristall da oder so, aber. Wir können es einfach ignorieren. Ja. Cloud hat kein Interesse an sowas. Cloud ist alles zu egal, ne? So egal, dass er sich das nicht mal anguckt hier. Tja.
Ein langer Weg nach oben, ne? Der Nippel ist ziemlich steil, muss man sagen. Also das ist wirklich ein gigantischer Nippel. Remi? Gut, was ist das denn? Okay, irgendwie reduziert das Leben um. Okay, interessant, ja. Hab ich einfach mal gemacht. Hat man das auch mal gesehen, ne? Oh, der Meteoritenregen ist echt geil. Der ist richtig, richtig nice. Wirklich. Ich bin gerade echt zufrieden, wie. Also. Meine Gruppe macht sich gerade richtig gut hier. Die wächst und gedeiht. So, Heiltrank. So, dann mal da nach oben. Wenn es klaut oben, wird man ihn loben. So. Aha, da hinten. Da ist eine Tür. Die wird wahrscheinlich nicht umsonst da stehen. Oder da in die Wand eingearbeitet sein. Dann Downstair. Oh, ich hasse das, ey. Aber die Attacken kann ich mittlerweile ganz gut ab. Na komm. Besiege doch mal hier den bösen Rettich, der da so rumschwebt hier. Doppelhörn. Ich würde den eher, sag ich mal, keine Ahnung, Hellenrettich nennen oder so. Das passt, glaube ich, mehr. So, Barret, mach dein Ding. Truff da. Die Attacken, wie unterschiedlich Schaden die machen, ne? Also mal so 50 nur. Dann haut er da einfach mal 200 Schaden raus. Das ist schon echt nicht schlecht. Aber ich muss sagen, bis jetzt mit den Leveln ist es echt nicht zu schlimm. Okay. Ich hab echt das Gefühl, aktuell, also ich bin bis jetzt immer gut gelevelt und schnell gelevelt. Ja, also ich kann mich da echt nicht beschweren. Finde ich gut. Oh, von hinten. Da tut es besonders weh. Hier. Okay, der hat es überlebt, aber nicht mehr lange. So. So schnell kann ein Kampf gehen, ne? Also ja, die Level sind ja schon. Also es geht schneller als zum Beispiel in Persona 3. Da war das wirklich eine Qual. Also. Okay, rein da. Gehen Sie rein, dann können Sie rausgucken. Unten oder oben? Wir gehen erstmal nach unten. Oh, eine Klappleiter. Das ist ja wunderschön. Ach, ja, schön. Hier sind wir also wieder. Speicherpunkt. Sehr schön. Jetzt sind wir wieder bei unserem wunderbaren Skorpion angelangt hier. So, bevor ich mit dem kämpfe, will ich natürlich erstmal hier mich noch weiter umgucken. Zum Beispiel nach oben laufen. Und dann werde ich gegen den Skorpion kämpfen. Einfach mal ein bisschen umschauen hier. Ist doch wirklich sehr einladend, oder? Also nicht. Ich glaube, von hier oben bin ich gekommen, aber. Ich bin durch verschiedene Rohre. Also durch ein Rohr bin ich gerutscht bis jetzt, aber. Gibt es auch noch andere Rohre, die ich erkunden kann. Das klingt so falsch, aber ihr wisst, was ich meine. Ach, Barret. Du bist ein Träumchen, weißt du das? Ach, wie viele das auch sind, ey. Meine Güte. Komm, dann machen wir deinen Blitz 2. Das dürfte jetzt die Reihen etwas ausdünnen. Oder auch nicht. Aber ein Angriff sollte jetzt jeweils die töten hier, ne? Doch nicht. Ach komm, ey. Dann halt nochmal. Die Nerven halt mit ihrem Flachlegen, muss ich echt mal sagen, ja, ne? Also, mit dem ganzen Flachgelege kann ich gar nicht mehr aufstehen. Will ich dauerhaft am Flachgelegt sein. Oh, Ifrit, Level 1. Warum auch immer. Ich habe jetzt zwar nicht eingesetzt, aber nehme ich an. Also.
Alter, ich bin fünf, also ich bin einen Schritt gegangen. Oh, hier ist wieder der, den kann ich wieder beklauen. Okay, Beschwörung, Schokomok. Raub. Komm, wir rauben den aus, ja. Extremer Eiszauber, komm, müssen wir machen. So. Da. Konnte nicht stehen, aber kommt noch. Konnte nicht stehen heißt ja zumindest immer, da gibt's etwas, was man potenziell stehen kann, ja. Was schon mal super ist. Machen wir mal einen Giftzauber. Das haben wir auch noch nicht gemacht hier bei dem. Könnten wir mal ausführen. Oh nein! Cloud ist tot. Huch. Ja, ungünstig, ne? So ist es aber giftet wenigstens natürlich nicht. Aber hey, ich kann noch mal ein Goldarmband stehlen, was ich sehr schön finde. Also, immerhin, ne? Hatte der als Zauber wieder auferstehen Leben? Ne, hat er nicht. Na gut, ich habe einen Äther. Ne, eine Phönixfeder. Jetzt habe ich das aber mir selbst angewandt. Ich krieg die Krise, Alter. Mann! Warum wird nicht die Person ausgewählt, die es betrifft, ey? Das ist doch völlig bescheuert, ey. So, Cloud. Warum sollte ich das auf Barret anwenden, wenn er noch am Leben ist? Da gibt überhaupt keinen Sinn. Jetzt ist wahrscheinlich Cloud schon wieder tot, oder? Nee. Gut. Zack, zack und zack. Das ist schön, da können wir nämlich jetzt tiefer auch ein Goldarmband anlegen. Da haben wir das nämlich dann auch geschafft hier. So, Barret, mach deinen Satellitenstrahl wieder. Bis jetzt in meinen Augen die beste Attacke. Wirklich die beste Attacke. Im ganzen Spiel bis jetzt. Ich meine, schaut euch mal diesen riesigen Laserstrahl, meine Fresse. Das ist schon heftig. Aber ich glaube, es wird noch schlimmer. Also, das ist, glaube ich, erstmal der Anfang hier. Meteolift, oh. Aha, du hast was erlernt. Sehr schön. So, ausrüsten. Barré. Goldarmband. Ändert nichts bei dir, aber. Also, außer ein paar Werte. Ich flutsch mal in das linke Loch rein. Mal sehen, was passiert. Ah! Gut, links ist es nicht. Ich gehe jetzt alle durch, bis ich da unten rauskomme. Also. Ja, die Zeit nehme ich mir, würde ich sagen, oder? So, also links geht schon mal nicht. Dann nehmen wir das zweite von links. Zweite von links. Warte, warte, warte. In das Loch rein, ja. In das Rohr, meine ich. Ah, siehst du, so schnell geht das. Was haben wir denn hier Feines? Materia alle. Sehr schön. So, jetzt müssen wir gucken, wie wir das geben. Also, Wiederbelebung alle ist Quatsch. Meistens wird nur eine Person tot sein. Hm, Hitze. Zerstörung alle. Könnte man auch machen. Barret. Barret hat schon genug alle. Ich glaube, Todesstoß alle. Erde alle. Schwerkraft alle. Oh, Behandlung ist halt schon echt geil. Manipulation, Schwerkraft. Die Schwerkraft finde ich jetzt Demi. Demi finde ich so semi. So. Amur, ach. Habe ich mal die Manipulation weg. Ja, dann mal die Behandlung auch wegpacken und mal darauf packen, so. Und dann mal alle auf Erde nehmen. So machen wir erstmal das. So, Behandlung, Schwerkraft. Behandlung, Nebenwirkungen machen wir mal. Da sind wir schon auch, die Nebenwirkungen werden dadurch auch irgendwie wahrscheinlich, ja, wie soll ich sagen, die Nebenwirkungen werden damit wahrscheinlich auch behandelt. Ich vermute mal, dass das eine gute Kombo ist. Also ist jetzt einfach nur mal ins, ja, Blaue geraten. Gut, dann speichern wir, dann würde ich sagen, werden wir uns mal dem Skorpion nähern. Natürlich werden wir uns nochmal richtig heilen, also vielleicht mal ein kleines Stündchen im Zelt schlafen. Ja. Kann ja nicht schaden, ne?
einfach drauf da, also bam, bam. Ja, absorbier ruhig mal ein bisschen. Barrett hält das aus. Barrett ist auch ein starker Mann. Übrigens kann ich heute ein bisschen verschnupft klinge. Liegt da, dass ich irgendwie ein bisschen erkältet bin, ja. Und die Nase ist etwas zu, also nicht wundern, falls ich etwas dumpf klinge heute. Speicherpunkt. Uah. So, aber wir haben doch jetzt mal den kompletten Nippel erkundet. Da bin ich ganz zufrieden. Das heißt, wir können jetzt mal unser Zelt nehmen, einfach mal ordentlich schlafen. So. Was, Barrett hat alle? Wie, Barrett hat alle? Was meinst du? Kahnblaster. So.